Cristiano Ronaldo ist zweifellos einer der erfolgreichsten Spieler der Fußballgeschichte. Cristiano Ronaldo ist, wissenschaftlich erwiesen, ein besonderer und talentierter Fußballspieler. Ronaldo ist auch einer der wenigen Spieler, die das Publikum trotz seines fortschreitenden Alters immer wieder überrascht. Heute werden wir über die einzigartigen Besonderheiten und Bewegungen von Cristiano Ronaldo sprechen. Lasst uns gleich mit dem Video starten, ohne groß Zeit zu verlieren. Los geht's! Bei Real Madrid kam es zu einem besonders interessanten Ereignis. Ronaldo, der Protagonist, überzeugte die Zuschauer und Fans mit einem unglaublichen Elfmeter. Wer bis dahin noch nicht wirklich von Ronaldos Fähigkeiten überzeugt war, muss hier zugeben, dass nur wenige eine solche Leistung abliefern können. Die Rede ist von Ronaldos Elfmeter gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal der Champions League. Die britische Fußballlegende Lineker und Rio Ferdinand, der früher mal Verteidiger bei Manchester United war, schauten sich mit ihrer Fußballerfahrung diese Aktion genauer an. Dabei debattierten sie über den Schuss selbst. Im Video ist zu sehen, wie Ronaldo den Ball hart trifft. Jedoch kurz bevor er diesen trifft, hüpft der Ball wie durch Zauberei hoch, wodurch Cristiano noch mehr Schlagkraft erhält. Rio Ferdinand meinte, dass er diese Technik bereits mal bei Ronaldo gesehen hatte und dass es sich nicht um einen Zufall handle. Auch auf Social Media hatte dieser Treffer große Auswirkungen. Es gab viele Kommentare darüber, dass Cristiano Ronaldo übernatürliche Kräfte besäße. Einige Social-Media-Nutzer hatten jedoch das Video genauer analysiert und kamen zum Schluss, dass Ronaldo mit dem linken Fuß eine Druckwelle auf den Ball ausübte, was den Ball zum Hüpfen bringt. Was haltet ihr von diesem unglaublichen Penalty von Ronaldo? 2. Ronaldo weiß, wie man einen Ball treffen muss. Und das auch mit der Innenseite des Fußes, quasi mit dem Knöchel. All dies führt zu hervorragenden Schüssen und Toren. Selbstbewusst und entschlossen schießt er mit dem starken Fuß den Ball ins Netz. 3. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft von Ronaldo sind seine Kopfbälle. Aus dem Nichts kommt Ronaldo aus der Menge empor. Die Gegner haben keine Chance, da er eine Höhe erreicht, die nur Basketballer normalerweise erreichen. Eines der Kopfballtore, das noch lange in Erinnerung bleiben wird, ist das Tor im Spiel zwischen Portugal und Wales im Jahr 2016. Bei diesem Kopfball sprang er 288 cm hoch und konnte viele Sekunden in der Luft verharren. In einem Test vor einigen Jahren wurde Ronaldo gebeten, mit Hilfe der Hände so hoch wie möglich zu springen. Dabei lag der Unterschied vom Boden zum höchsten Punkt des Fußes bei 78 cm. Dies bedeutet, dass er mindestens so hoch wie ein durchschnittlicher NBA-Spieler springen kann. Durch seinen schnellen und raketenartigen Sprung entsteht eine Kraft, die es ihm erlaubt, das Fünffache seines Körpergewichts zu halten. Dies entspricht fast der Gravitationskraft, der ein Astronaut beim Raketenstart ausgesetzt ist. Darüber hinaus hat Ronaldo eine spezielle Sprungtechnik mit den Armen und Beinen, die es ihm erlaubt, länger in der Luft zu bleiben. Es versteht sich, dass das Geheimnis der großen Kopfballtore darin liegt. 4. Der YouTube-Kanal F2 Freestylers bot jedem 1000 Pfund an, der es schaffte, die Sprunghöhe von Ronaldo zu erreichen. Im Zentrum der Stadt versuchten viele Menschen, den Ball mit dem Kopf zu treffen. Aber keiner von ihnen hatte Erfolg. Außer einer Person. Es handelt sich um einen jungen Mann, der bei seinem 6. Versuch den Ball getroffen hatte. Aber das auch nur, weil er spezielle Schuhe trug. Somit gingen die 1000 Pfund an ihn. 5. An der WM 2018 zeigte Ronaldo seine unglaubliche Schusskraft, sei das im Trainingslager oder auf dem Spielfeld. Dieser traf den Ball mit einer solchen Wucht, sodass der Ball durch das Netz hindurch gelangte. Nur wenige Spieler besitzen eine solche Schusskraft. Und das macht ihn zu einem der außergewöhnlichsten Spieler der Welt. 6. Der 34-jährige Cristiano Ronaldo bläst immer noch wie ein Sturm über das Spielfeld und zeigt der Welt, was echte Leistung bedeutet. Hier ist einer dieser großartigen Momente. Ronaldo, der das Juventus-Trikot trägt, schoss das erste Tor im Spiel zwischen Juventus und Neapel in 92 Sekunden.
Der Sprint, den er zurücklegte, war unglaublich. Mit 33 km/h in 10 Sekunden gelang es ihm, alle zu überraschen. Im Jahr 2018 gab es ein weiteres Tor, das auf Social Media heiß diskutiert wurde. Ronaldo traf den Ball in spektakulärer Höhe über dem Boden, was das Publikum beeindruckte. Auch Zinedine Zidane, einer der berühmtesten Sportler der Welt, erzielte einst ein ähnliches Tor. Der Real Madrid-Trainer Zinedine Zidane zog die Aufmerksamkeit auf sich, als er das entscheidende Siegtor in der Champions League 2002 gegen Bayer Leverkusen schoss. Als Ronaldo nach dem Spiel vor die Kameras trat, sagte er: "Ein prächtiges Tor, was soll ich sagen? Es ist fantastisch, ich habe nicht damit gerechnet, ein solches Tor zu erzielen." Ronaldo und seine spektakulären Fähigkeiten hören nicht auf, die Welt zu faszinieren. Hier gibt's noch mehr für euch. Ronaldo, einer der besten Torschützen auf dem Spielfeld, erzielte 2006 insgesamt 6 Tore an 3 verschiedenen Spielen innerhalb von 7 Tagen. Im Manchester United-Trikot erzielte Ronaldo gegen Aston Villa 2 gute Tore. Das zweite Match war gegen Wigan Athletic und Ronaldo hatte auch dort ein Doppelpack erzielt. Und auch im dritten Spiel gelangen ihm 2 Tore und so stellte er erneut seine Qualitäten unter Beweis. Kennt ihr sonst noch einen Fußballer, der so etwas in so kurzer Zeit geschafft hat? Neun. Das ist noch nicht alles. Nachdem er diesen Torrekord erreichte, brach er ihn daraufhin gleich nochmal. Das mit 8 Toren in nur 2 Spielen. Im Real Madrid-Trikot erzielte er gegen Espanyol 5 Tore in nur einer Partie. Unmittelbar danach folgten 5 Tore gegen Schachtar Donetsk. Hier sind die Highlights der Partie. Zehn. Im Jahr 2012 hatte Cristiano Ronaldo mit Sporting Club de Portugal 2-mal das Netz von Moreirense getroffen und das in der ersten Partie als professioneller Spieler. In dieser Zeit begann Ronaldo, das Trikot der portugiesischen U17-Nationalmannschaft zu tragen und wurde von den Beobachtern von Barcelona und Manchester United auf die Beobachtungsliste gesetzt. Sehen wir uns die großen Tore genauer an, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt, insbesondere der Scouts, auf ihn zogen. Elf. Bei einem weiteren Match hat Ronaldo das Unmögliche erreicht. Im Achtelfinal der UEFA Champions League verlor Juventus im ersten Spiel gegen Atletico Madrid in Spanien mit 0:2. Und in Turin gewann Juventus mit 3:0. Für all diese Tore war Cristiano Ronaldo verantwortlich. Und deshalb hier die atemberaubenden Tore im Schnelldurchlauf. Seid ihr bereit, den schönsten Pass aller Zeiten zu sehen? Auch dafür ist Cristiano Ronaldo verantwortlich. Ronaldo zeigt der Welt, wie Fußball geht. Oder was meint ihr? Ronaldo ist nicht nur Stürmer, sondern auch ein talentierter Fußballspieler, der passen, dribbeln und assistieren kann. Lasst uns einen Blick auf seine Qualitäten werfen. Was ist das für eine Bewegung des Stars? Eine tolle Dribbelaktion. Könnt ihr den Bewegungen des Balls folgen?
15. Selbst die besten Fußballer der Welt können den Ball manchmal nicht so hart treffen, wie sie es wünschen. Dies ist jedoch bei Ronaldo nicht der Fall. Jedes Mal, wenn seine Füße den Ball berühren, knallt der Ball so richtig. Werfen wir einen Blick auf Ronaldos legendäre Schüsse, die ihn zu einem der erfolgreichsten Fußballer der Welt gemacht haben. Was denkst du über die Leistung von Ronaldo, einem der erfolgreichsten Fußballer der Welt? Denkst du, Ronaldo ist der beste Fußballer in der Geschichte des Fußballs oder gibt es deiner Meinung nach einen besseren? Schreib es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao!